Eine meiner Lieblingsbibelstellen ist Philipper 3, Verse 10 bis 14. Da sagt Paulus, dass es sein innigster Wunsch ist, Christus zu kennen. Nicht nur etwas über ihn zu wissen, sondern ihn zu kennen und immer tiefer und enger mit ihm verbunden zu sein. Er führt diesen Gedanken noch weiter aus. In der englischen Amplified-Bibel ist der Abschnitt sehr lang. Und dann sagt er, dass er die mächtige Kraft am eigenen Leib erfahren möchte, die Christus von den Toten auferweckte. Ich finde die Bibelstelle deshalb so großartig, weil Paulus im Grunde sagt, ganz gleich, was um mich herum passiert, ich bin fest entschlossen, innerlich einen Ort zu finden, an dem ich diese Auferstehungskraft erleben kann, an dem ich in meinen Gedanken und Gefühlen über meine Umstände erhoben werde, sodass ich meine Reise immer noch genießen kann, selbst wenn ich unter Druck stehe. Und im nächsten Vers steht, wenn ich den nächsten Vers vorlesen möchte, sollte ich wohl lieber Philipper aufschlagen und nicht Petrus. Im nächsten Vers heißt es, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde, die geistliche und moralische Auferstehung erlange, während ich noch in meinem Körper bin. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht. Er sagt, ich habe das noch nicht erreicht, ich bin noch nicht so weit, das kann man ruhig zugeben. Oder wäre schon vollkommen, aber ich was? Arbeite was? Arbeite ich? Arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Ich liebe diese Bibelstelle, weil damit zum Ausdruck kommt, Jesus ist nicht ohne Grund für uns gestorben. Er hat uns ergriffen und den Preis für unsere Sünden bezahlt. Er hat die Strafe auf sich genommen, die wir eigentlich verdient hätten, damit wir Gott kennen und wissen können, wer wir in ihm sind und damit wir die Kraft kennen, die uns zur Verfügung steht, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Paulus sagt, ich bin fest entschlossen, die Dinge zu ergreifen, die Jesus durch seinen Tod für mich erworben hat. Wisst ihr, was er damit ausdrückt? Ich bin fest entschlossen, in allem die Person zu werden, die Gott aus mir machen möchte. Alles zu empfangen, was Gott mir geben möchte und alles zu tun, was er von mir will. Gebt euch nicht damit zufrieden, auf halbem Wege stehen zu bleiben. Zwar nicht mehr als das Häufchen Elend, das ihr mal wart, aber auch ohne wirklich siegreich zu leben. Sagt, ich kämpfe mich durch. Das solltet ihr lieber mit etwas mehr Nachdruck sagen. Vers 13. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue und auf das hinkämpfe, was vor mir liegt. Wir alle haben eine Vergangenheit. Aber ihr dürft euch eure Gegenwart oder eure Zukunft nicht vom Kummer der Vergangenheit verderben lassen. In eurer Zukunft ist kein Raum für eure Vergangenheit, außer dass ihr daraus lernen könnt. Wir können aus unserer Vergangenheit lernen, was wir tun sollten. Wir können lernen, was wir nicht tun sollten. Diese Lektionen sollten wir mit uns in die Zukunft nehmen. Aber wenn ihr in der Vergangenheit Fehler gemacht habt, was uns allen passiert ist, wenn ihr in der Vergangenheit verletzt worden seid, was bei uns allen der Fall ist, dann müsst ihr dahin kommen, die Vergangenheit in der Vergangenheit zu lassen. Entschließt euch, dass jeder Tag ein neuer Tag ist. Außerdem sagt Paulus in Vers 14, dass er versucht, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten. In drei dieser Verse vermittelt Paulus also den Gedanken, dass er sich durchkämpft. Ich kämpfe. Wir müssen kämpfen, um auf dem schmalen Weg zu bleiben. Wir müssen uns durchbeißen, um die Unebenheiten in uns auszubügeln. Wir müssen uns durch all die Dinge hindurchkämpfen, die Christus aus unserem Leben verdrängen wollen. Wie die kranke Frau in der Bibel müssen wir den Saum seines Gewandes ergreifen. Sich durchkämpfen zu müssen, ist nichts Schlechtes. Oh, sowas Dummes, ich bin doch nicht hierher gekommen, um zu hören, wie schwer das Leben sein kann. Ich wollte von ihr hören, wie die Dinge einfacher laufen können. Nun, leichter wird es, indem ihr euch durch den momentanen Widerstand durchkämpft und dadurch eine neue Stufe der Freiheit erreicht. So wird das Leben leichter.
Die Lösung ist nicht, sich durchs Leben zu schleppen mit schweren Lasten. Gott möchte uns anstatt unserer Lasten etwas anderes geben. Jesaja 61, Verse 1 bis 3 sind Verse, die mich durch viele schwere Zeiten begleitet haben. Da steht, dass Gott uns Schmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern, Lobgesang anstelle von inneren Lasten gibt. Das klingt doch so, als würde er sagen, ich nehme dieses ganze Schlechte aus deiner Vergangenheit ab und gebe dir stattdessen Besseres für deine Zukunft. Hört sich das nicht gut an? In diesem Zusammenhang möchte ich auch kurz über unsere Erwartungen sprechen. Manchmal nehmen wir so eine passive Haltung ein und warten nur noch ab, was Gott tun wird. Ich glaube nicht, dass er sich Passivität von uns wünscht. Ich glaube, dass er sich Forschheit von uns wünscht. Bestimmt denkt ihr alle, dass ich sowieso schon ziemlich forsch bin, aber letzte Woche hatte ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagte, ich möchte, dass du Forscher bist, in deinem Geist. Es geht nicht darum, forsch mit anderen Menschen umzuspringen, sondern forsch im Geist zu sein, zu sagen, Gott hat mir seine Kraft geschenkt, seine Hand liegt auf mir, ich werde alles tun, was er von mir will. Ich erwarte, dass heute etwas Wunderbares in meinem Leben geschieht. Ich bin wirklich gespannt darauf, was für großartige Dinge Gott heute für mich tun wird. Wir müssen mit so einer Erwartungshaltung leben. Satan will, dass wir mit bösen Vorahnungen leben. Uns ständig ein vages, schlechtes Gefühl beschleicht. Und wir nur auf das nächste Problem warten. Auf das nächste Unglück. König David hat gesagt, was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht fest darauf vertraut hätte, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Nicht erst, wenn ich in den Himmel komme und meine himmlische Villa beziehe. Hey, ich freue mich auf den Himmel, aber seid nicht solche Christen, die ständig darüber reden, es gerade so durch diese böse Welt zu schaffen, bis sie endlich ihre Villa auf Wolke 7 bekommen. Wäre das alles, worum es geht, hätte Gott dich sofort nach deiner Bekehrung hochgebeamt. Du bist nicht ohne Grund hier. Du hast eine Bestimmung. Du bist nicht nur hier, um Luft zu verbrauchen. Jeder macht Verluste im Leben durch. Und ein Verlust ist nicht leicht zu bewältigen. Deswegen möchte ich heute mit euch darüber sprechen. Wir verlieren Menschen, die wir lieb haben. Sie sterben, der Herr nimmt sie früher, als wir es möchten. Solch eine Situation zu durchleben ist äußerst schwer. Ich habe mehrere Freunde im Trauerprozess begleitet. Und das war sehr schwer. Eine schlimmere Art von Verlust gibt es wohl kaum. Vielleicht hast du so etwas durchgemacht oder durchlebst es gerade. Oder auch sie, liebe Fernsehzuschauer. Ich selbst war noch nicht davon betroffen, aber ich weiß, dass es schrecklich sein muss. Doch selbst angesichts solch tragischer Umstände muss man sich irgendwann entscheiden, wieder nach vorn zu schauen und das Leben zu feiern, das einem noch bleibt. Und das schreckliche Ereignis, das man einfach nicht versteht, in Gottes Hand zu legen. Ich sage euch, Gott vertrauen zu können, ist das Schönste, was ich je erlebt habe. Es ist einer der größten Vorzüge, die wir als Gläubige haben. Wie wunderbar ist es, dass wir nicht alles verstehen müssen. Oh my gosh, what peace! Was für einen Frieden kann man erleben, wenn man nicht alles begreifen und nicht alles ergründen muss? Wir müssen es auch aushalten können, etwas nicht zu wissen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, aber ich bin glücklich. Es gibt viele Arten von Verlust. Alles, was irgendwie fehlschlägt, ist ein Verlust. Eine Beziehung, die fehlschlägt, ein Unternehmen, das scheitert, eine Diät, die nicht gelingt,
Ein Fitnessprogramm, das man nicht durchgezogen hat. Ihr habt euch einen Crosstrainer, ein Fahrrad, ein Laufband besorgt. Einige von euch haben so viele Geräte, dass sie selbst ein Fitnessstudio aufmachen könnten. Ihr kauft alle Geräte, für die im Fernsehen geworben wird, die man sich nur anschnallen muss, damit von einem Tag auf den anderen das Fett verschwindet. Die Gesellschaft wirbt ständig mit unglaublichen Resultaten, die null Anstrengung erfordern. Werdet endlich erwachsen. Wenn ihr jemandem euer Geld geben möchtet, dann schickt es mir. Hört auf, es denen in den Schoß zu werfen. Ich sage euch zumindest die Wahrheit. Es gibt keine Pille, die das Fett wegschmilzt. Und es gibt kein Gerät, das man sich nur umschnallen muss, um von einem Tag auf den anderen alle Muskeln zu trainieren. Die sind so köstlich, diese Werbungen, ohne auch nur einen Finger rühren zu müssen. Alles Käse. Vielleicht mögt ihr nicht alles, was ich sage, aber zumindest sage ich euch die Wahrheit, oder? Amen. Wer 3 Jahre lang zu viel gegessen hat, muss jetzt eben eine Zeit lang hungern. Wer zu viel Geld ausgegeben und jetzt hohe Kreditkartenschulden hat, kann eine Zeit lang nichts mehr kaufen, um schuldenfrei zu werden. Vielleicht sogar eine lange Zeit. To get out of debt. Joyce, kannst du bitte das Thema wechseln? Häufig verfangen wir uns in unseren Sünden. Das ist ebenfalls eine Form von Versagen. Wir haben das Gefühl, Gott enttäuscht zu haben. Und das ist für Christen oft schwer auszuhalten. Kein Wunder, dass Paulus gesagt hat, ich behaupte nicht schon vollkommen zu sein, doch eines tue ich. Ich lasse die Fehler von gestern hinter mir und presche nach vorn. Man kann am heutigen Tag keine geistlichen Fortschritte machen, wenn man sich mit Schuldgefühlen vom Vortag herumplagt. Habe ich recht? Einige von euch haben sich festgefahren. Und Gott hat mich hierher geschickt, um euch aus dem Sumpf zu ziehen. Einige von euch sitzen schon viel zu lange am selben Fleck fest und trauern über etwas, das sie nicht verändern können. Doch hört zu, ihr habt noch viel Leben vor euch. Wenn Gott nichts mehr für euch bereithielte, wärt ihr heute nicht hier. Wenn aus Gottes Sicht alles gesagt und getan ist, verabschieden wir uns von dieser Erde. Also, wenn du hier bist und atmest, dann hat Gott einen Plan für dich. Er hat etwas für dich zu tun und wir brauchen dich. Du hast eine Rolle zu spielen, die nur du übernehmen kannst. Du bist wichtig. Genau. Wer zu lange trauert, wird mit der Zeit sauer. Trauer macht irgendwann sauer. Wisst ihr warum? Weil Gott uns nicht für Trauer geschaffen hat. Wir sind eigentlich auf Freude gepolt. In der Bibel steht nicht, dass die Trauer des Teufels unsere Kraft ist. Nein, da steht, dass die Freude am Herrn unsere Kraft ist. Warum macht uns Trauer mit der Zeit sauer? Weil sie nicht passt, weil wir nicht dafür gemacht sind. Wir wissen von Natur aus, dass wir dafür geschaffen sind, unsere Lebensreise zu genießen und dass nicht alles aus Problemen bestehen sollte. Und dann werden wir wütend, weil unser Leben nicht in Ordnung ist. Was passiert, wenn man wütend wird? Man fängt an, die Schuld bei anderen zu suchen. Man erlebt also Trauer, wird sauer und macht anderen das Leben schwer. Ich bin nicht glücklich, weil du das nicht tust. Ich bin nicht glücklich, weil du jenes nicht tust. Ich bin nicht glücklich, weil ich meinen Job hasse. Ich bin nicht glücklich, ich bin nicht glücklich, ich bin nicht glücklich. In Wirklichkeit bin sauer wegen meiner inneren Trauer. Ich lebe in der Vergangenheit, anstatt all das Ungute loszulassen und auf das Gute zuzusteuern, das Gott für mich in der Zukunft bereithält. Und wenn du 10 Dinge versuchst und jedes Mal versagst, na und? Du bist kein Versager, solange du nicht aufgibst. Ich habe versucht, eine Fernsehsendung ins Leben zu rufen, 10 Jahre, bevor es endlich gelang. Manchmal juckt es in den Fingern. Eigentlich ist es auch eine gute Idee, aber es entspricht nicht dem Zeitplan Gottes.
Wir alle marschieren manchmal zu früh los. Und wenn Leute etwas wagen, es jedoch nicht gleich gelingt, sagen einige dann, das sollte ich lieber nicht noch einmal probieren, ich will mich nicht zum Narren machen. Als ich im ersten Anlauf mit den Fernsehsendungen begann, bekam ich im ersten halben Jahr nur einen einzigen Zuschauerbrief. Ich war 6 Monate im Fernsehen und bekam nur einen Brief. Ich versuchte, eine Talkshow zu machen, in der ich Gäste interviewte. Inzwischen kann ich das etwas besser, aber damals nahm ich einfach einige unserer jungen Mitarbeiterinnen mit in ein Fernsehstudio, das wir mieteten. Ich interviewte sie, was darauf hinauslief, dass ich ihnen Fragen stellte und diese dann selbst beantwortete. Sie saßen nur da und starrten mich die ganze Zeit an, während ich alle Fragen stellte und auch alle Antworten gab. Warum hat es nicht funktioniert? Weil Gott es sich anders gedacht hatte. Aber ich habe nicht aufgegeben. Als wir später das Gefühl hatten, dass Gott uns in Richtung Fernseharbeit führte, habe ich nicht gesagt, oh Gott, das versuche ich nicht noch einmal, ich habe das vor 10 Jahren schon mal versucht und das war ein totaler Reinfall. Wiederholtes Versagen kann schließlich zum Erfolg führen. Habt ihr mich gehört? Wiederholtes Versagen kann schließlich zum Erfolg führen. Die Erfindung von Seife, die auf Wasser schwimmen kann, war eigentlich ein Versehen. Wusstet ihr das? Die Erfinder wollten eigentlich etwas ganz anderes herstellen. Niemand erwartete, dass die Seife schwimmen würde und dann passierte dieses Wunder. Ein schwimmendes Stück Seife. Inzwischen haben Millionen, ja Milliarden von Menschen solche Seifen gekauft. Ich glaube, Thomas Edison hat gesagt, dass 2000 seiner Experimente fehlschlugen, bevor er die Glühbirne erfand. 2000 fehlgeschlagene Experimente. In der Bibel setzt Gott dem Trauern eine Grenze. Wusstet ihr das? Die Israeliten konnten nicht einfach so lange trauern, wie sie wollten. Ich glaube nicht, dass es ein ganzes Leben lang dauern sollte, sich von etwas zu erholen. Einige Leute sind 70 und immer noch dabei, sich von einem Erlebnis zu erholen, das sie hatten, als sie 3 waren. Gott ist zwar nicht immer schnell, aber so langsam ist er nun auch wieder nicht. Ein klein wenig schneller bringt er die Dinge schon voran. Ich will euch noch etwas sagen, das ich sehr interessant finde. In Josua 1 steht etwas ganz Bemerkenswertes. Vers 1. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Josua war Moses rechte Hand. Er war ständig an seiner Seite gewesen. Und Gott sagte nun zu Josua: Mein Diener Mose ist jetzt tot. Was für eine merkwürdige Aussage. Josua wusste das doch schon. Ja, aber er wollte auf etwas Bestimmtes hinaus. Er sagte, geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Das gefällt mir. Gott sagt im Prinzip, ich habe euer Leben bereits geplant, ich habe euren Erfolg bereits geplant, aber ihr müsst die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, ihr müsst das Land in Besitz nehmen, ihr müsst euch in Bewegung setzen, ihr müsst nicht nur herumsitzen und über etwas traurig sein, woran ihr sowieso nichts ändern könnt, ihr müsst euch in Bewegung setzen und jeden Fleck, den die Sohle eurer Füße betritt, alles, was ihr euch erkämpft, habe ich euch bereits geschenkt. Ist das nicht klasse? Ich finde es erstaunlich. Ich weiß nicht, wie Gott das macht, aber da er nun mal Gott ist, kann er alles machen, was er will. Gott hält sich nicht an unsere Mathe-Regeln und unser Alphabet.
Selbst wenn du Plan A für dein Leben völlig in den Sand gesetzt hast, kann Gott auf Plan B umstellen und daraus etwas Besseres machen, als Plan A je gewesen wäre. Das gibt uns so viel Hoffnung. Saul versagte als König, obwohl der Prophet Samuel so viel Zeit in ihn investiert hatte. Er war derjenige gewesen, der Saul zum König gesalbt hatte. Er hatte für ihn gebetet. Er hatte ihm prophezeit. Und dann baute Saul königlichen Mist und gehorchte Gott nicht. Folglich zog Gott die Salbung von ihm zurück und sagte ihm, dass er nicht mehr König sein würde. Lasst uns das in 1. Samuel 16, Vers 1 nachschlagen. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Wow. Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf. Jetzt passt auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Was ich daraus ableite, ist, dass Gott sagt: Wie lange willst du noch über diese Sache trauern, die nicht funktioniert hat? Ich habe einen neuen Plan. Wie lange willst du über etwas trauern, das nicht funktioniert hat? Ich habe einen neuen Plan. In Gottes Reich wird nichts verschwendet. Wir mögen denken, ich habe 20 Jahre in der Firma gearbeitet und dachte, dass ich da bis zu meinem Ruhestand bleibe, und dann haben die mich rausgeschmissen, ohne mir auch nur Wertschätzung zu zeigen, und jetzt habe ich all diese Jahre verschwendet. Nein, nicht wirklich. Denn Gott sammelt alle Überbleibsel auf, damit nichts verschwendet wird. Nachdem Jesus das Wunder mit den Fischen und Broten vollbracht hatte, ließ er alle Essensreste einsammeln, damit nichts verschwendet wurde. Und was am Ende übrig blieb, war mehr als das, was sie am Anfang gehabt hatten. Wer Gott die Bruchstücke seines eigenen Lebens gibt, die Verluste, die Enttäuschungen, das Versagen, die vergangenen Sünden, alles, was einen verletzt hat, die Ablehnung, den Verrat, wer Gott all das gibt, selbst wenn es einem wie ein heilloses Durcheinander vorkommt, von dem nimmt Gott diese Dinge und macht ein Wunder daraus. Gott wird etwas ganz Erstaunliches in deinem Leben tun, wenn du dich traust, etwas Gutes von ihm zu erwarten. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Gott gut ist. Ich sage Gott jeden Tag: Ich habe nichts Gutes verdient. Ich bitte dich nicht, mir Gutes zu tun, weil ich es verdient habe. Ich weiß, dass das nicht der Fall ist, aber ich will trotzdem mit einer positiven Erwartungshaltung leben, weil dir das Freude bereitet. Gott hält nach jemandem Ausschau, dem er Gutes tun kann. Er hält nach jemandem Ausschau, den er gebrauchen kann, jemandem, durch den er wirken kann. Und das wird jemand sein, der glaubt, was in der Bibel steht. Lasst uns zum Abschluss Sauls Geschichte zu Ende bringen. Samuel war sehr enttäuscht über das, was Saul getan hatte. Es ist nicht leicht, wenn man sich persönlich in jemanden investiert hat, wenn man seine Zeit und Kraft in ein Kind, eine Ehe, eine Freundschaft gesteckt hat. Und dann stellt der andere etwas ganz Dummes an. Wenn ich Kummer habe, liegt das oft daran, dass jemand etwas ziemlich Dummes getan hat. Und ich denke, ich kann nicht glauben, dass du das wirklich getan hast. Ich hätte das nie von dir erwartet. Inzwischen habe ich allerdings lange genug gelebt, sodass mich nichts mehr allzu sehr überrascht. Aber wir dürfen nicht, jetzt hört mir zu, wir dürfen nicht zulassen, dass die schlechten Entscheidungen anderer uns unsere Freude rauben. Falls ihr immer noch über eine schlechte Entscheidung trauert, die ein Mensch getroffen hat, der euch nahesteht und den ihr lieb habt, ist das zwar nicht leicht und ich möchte auch nicht hartherzig klingen, aber ihr helft der Person durch eure Trauer nicht. Trauer macht sauer. Wer sauer wird, sucht einen Schuldigen.
Ich glaube, dass Gott heute Licht in diese Dunkelheit bringen möchte. Betet für die Person, seid ihr ein gutes Vorbild, gebt sie nie auf, aber lasst euch von ihrer schlechten Entscheidung nicht euer Leben verderben. Hört ihr mich? Lasst euch von ihrer schlechten Entscheidung nicht euer Leben verderben. Heute haben wir darüber gesprochen, uns durchkämpfen zu müssen. Diese Vorstellung löst nicht unbedingt Freudensprünge aus, aber es ist die Sache wert, wenn Sie erst einmal die andere Seite des Kampffelds erreicht haben. Ich möchte Sie ermutigen, nicht aufzugeben. Gott hält Neues für Sie bereit und er möchte Sie voranbringen. Der Feind will Sie in der Vergangenheit festhalten, aber Gott möchte, dass Sie Neues wagen. Seien Sie fest entschlossen, niemals aufzugeben. Nancy ist 2 Jahre alt und im Alter von 3 Monaten erlitt sie eine schwere Kopfverletzung. Von diesem Moment an waren ihre Entwicklung und ihr Wachstum stark gehemmt. Deshalb konnte sie sich nicht wie ein normales Kind entwickeln. Jetzt ist sie seit 2 Tagen in unserem Krankenhaus und bekommt hier die medizinische Behandlung, die sie braucht. Man zeigt ihren Eltern einige physiotherapeutische Übungen und bringt ihnen bei, wie sie Nancy stärker fördern können. Durch die Medikamente und die Physiotherapie stehen die Chancen für sie sehr gut, dass sie eines Tages selbstständig gehen kann. Nancys Eltern waren 2 Tage hintereinander mit ihr hier. Sie lieben sie sehr und wollen, dass sie die Hilfe bekommt, die sie braucht. In ihrem Namen danken wir ihnen, dass wir hierher kommen können, um so wunderbaren Kindern wie Nancy zu helfen. Hey, sweetie. You're a beautiful girl. Yes, you are. Was tun, wenn das Leben durcheinander geraten ist? Kopf hoch. Lernen Sie, sich neu zu sortieren. Wie Sie Angst, Depression und Einsamkeit überwinden, erklärt Joyce Meyer in ihrem Buch Jetzt mal Klartext. Bestellen Sie das Buch Jetzt mal Klartext im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411.